Christian Jerome ist einer von unzähligen Immobilienprofis in Berlin. Der 40-Jährige fährt täglich viele Kilometer, um seine Bauobjekte zu betreuen und neue zu suchen. Jerome kennt den Berliner Markt seit 20 Jahren. Für ihn und seine Kollegen hat der Immobilienboom gerade erst begonnen. Wir haben in Berlin noch viel Möglichkeiten. Ein Drittel des gesamten deutschen Immobilienhandels findet in Berlin statt. 2012 werden ca. 10 Milliarden Euro umgesetzt. Damit ist Berlin Europas dynamischster Immobilienmarkt. Erst kommen die Künstler, dann kommen die Cafés, dann kommen die guten Restaurants und dann steigen die Preise, das ist normal. Eine Immobilie ist auf Investorseite eine Ware, auf Mieterseite ein Zuhause. In der Lausitzer Straße wohnt Ali Gülbol mit seiner Familie. Er selbst ist im 5. Stock des Hauses groß geworden. Mit seiner eigenen Familie bezog er vor 16 Jahren die Wohnung hier im 1. Stock. Jetzt muss die 5-köpfige Familie ihr Zuhause räumen. Der neue Hausbesitzer hat ihnen gekündigt. Netschmir, Alis Frau, bringt Sachen in den 5. Stock zu Alis Eltern. Hier lebt die Familie, vorübergehend. Die Kündigungsfrist ist vor 2 Monaten abgelaufen. Den Gülbols droht jetzt die Zwangsräumung. Mach ein bisschen Platz. 7 Personen in 4 Zimmern. Keiner hat keine Lust, was zu lernen. Jeder sagt, es ist zu eng, Mama, wir können nicht. Die Familie sucht eine neue Wohnung. In Kreuzberg finden sie nichts. Die Mieten sind zu hoch. Also ich bin noch dran. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich will mich hier nicht verdrängen lassen. Die Mieterhöhung veränderte das Leben der Familie. Das belastet einen. Man sieht ja, mir geht's nicht so gut dabei. Aber er stiehlt unser Leben. Das hat doch nichts mehr mit Menschenrecht zu tun. Das ist unsere Privatsphäre. 85% der Wohnungen in Berlin sind Mietwohnungen. Davon wurden letztes Jahr 6.000 in Eigentum umgewandelt. Die Privatisierungswelle wirkt sich auf die Preise aus. Mieten und Kaufpreise sind 2012 durchschnittlich um 8% gestiegen. Wer Häuser kauft und aufteilt, macht ein gutes Geschäft. Hier entstehen 2 neue Dachgeschosswohnungen. Der Kaufpreis liegt bei 3.800 Euro pro Quadratmeter. Mit der hohen Wohnqualität ändert sich auch die Nachbarschaft. Mieter werden durch Eigentümer ersetzt. Ich glaube auch, dass dieses ganze Aufteilungs- und Mietsteigerungsthema wirklich auch ein Katalysator sein kann, um Entscheidungen zu treffen, um für alle irgendwie den geeigneteren Wohnraum zu finden. Die, die einen höheren Anspruch haben oder können diesen verwirklichen oder können den ausleben. Und diejenigen, die mit geringerem zufrieden sind, können dann eben auch in Gegenden gehen, die noch mit niedrigerer Miete zu finanzieren sind. Also das ist ein Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs. Der Tote, der gestern wie berichtet in Kreuzberg gefunden wurde, ist identifiziert. Es handelt sich um einen 47-jährigen Obdachlosen. Der Mann lag in einer selbstgebauten Hütte im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. 15% der Wohnungen in Berlin sind Eigentumswohnungen. Thomas Herrendorf suchte auch eine, etwas Besonderes. Der Inneneinrichter lebte lange als Mieter in Kreuzberg. Durch die luxuriöse Bauweise nahm der Bauträger Einfluss auf den Kiez. Thomas Herrendorf wollte nie in einem reichen Ghetto wohnen. Doch genauso ist die Aufwertung der Gegend bei den Anwohnern angekommen. Ich weiß, dass es eine Bewegung gab, die die Entstehung verhindern wollte. Die Demonstranten zogen dann vorbei. Und natürlich eskalierte das verbal und mit aggressiven Äußerungen. Und das ist auch so ein Fakt, den möchte ich möglichst nicht noch einmal erleben, dass mein Zuhause bewacht werden muss. Ich kann das nicht als akzeptabel benennen, das ist unmöglich. In einer halben Stunde muss Familie Gülbol den Schlüssel ihrer Wohnung abgeben. Die Gerichtsvollzieherin kommt. Die Wohnung war 16 Jahre lang ihr Zuhause. Ali hat noch einmal versucht, mit dem Vermieter zu sprechen. Keine Chance. Ich habe noch nie so schlecht gefühlt jetzt wie jetzt oder gestern. Gestern Nacht konnte mir nicht schlafen. Schade, ich hoffe, wir behalten die Wohnung. Wir sind einfach obdachlos. Ja. Das ist knallhart. Ja, zurzeit sind wir obdachlos. Die ganze Familie hat sich versammelt. Sie will das gemeinsam durchstehen. Wir müssen weiter kämpfen. Vor ihrem Haus versammeln sich Bürger. Es hat sich herumgesprochen, dass eine Zwangsräumung stattfinden wird.
Man will der Familie helfen und die Räumung verhindern. Die Gerichtsvollzieherin ist da. Ich denke, die demonstrieren. Die Frau ist da, aber ohne Polizei, hat er gesagt. Bei Netschmir liegen die Nerven blank. Er hat gesagt, dass sie geschrien hat, dass sie einen neuen Termin gemacht hat, weil sie nicht reingekommen ist. Ja, also sie hat so ein Protokoll ausgeführt, ne, ein neuer Termin. Also heißt es jetzt, sie geht wieder? Ja, wahrscheinlich. Akim kann es nicht glauben. Heute muss die Familie nicht die Schlüssel abgeben. Aber es ist noch nicht ausgestanden. Ja, warten auf den nächsten Termin.